nicht vergleichen. Wie viel lauter es bei England Hymne ist. Er wird eher der Held der Nation. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum EM-Final-Stadion-Vlog. Erstmal kleine Roomtour durch mein Hotelzimmer. Vamos, chiquitos. Hier ist direkt das Badezimmer, das ist ganz cool. Man kann alles so per Touchscreen steuern und so. Und ja, Freunde, ich bin so hyped. Schade, dass Spanien es nicht geschafft hat, aber es wird unfassbare Atmosphäre sein. 60.000 Engländer werden durchdrehen. Hier halt die Keramik, ne, Dusche ist auch richtig riesig. Hier mit Regendusche, wichtig und richtig. Auf dem Fernseher habe ich die Halbfinalspiele geschaut. Boah, ich freue mich so. Guck mal, was ich hier noch habe, Jungs. Ganz, ganz wichtig. Da komme ich gleich noch zu sprechen. Messi, Argentinien-Trikot auch dabei. Entschuldigt meinen Saustall. Ich musste halt 5 Tage in Quarantäne sein. Ich habe immer hier Essen an die Tür gebracht bekommen. Hier war Pizza drin, da war Burger und Pommes drin. Safe noch drin, ja, Digga. Das ist noch das Frühstück von vorhin. Hier überall liegen Wasserflaschen. Oh mein Gott. Damit ich diesen Vlog drehen kann, musste ich vor 5 Tagen bereits anreisen, weil man halt in Quarantäne muss, wenn man nicht aus London oder aus Großbritannien kommt. Aber vor einer Stunde habe ich meinen negativen Test erhalten und ich darf jetzt verkürzt endlich aus der Quarantäne raus. Ey, ich konnte nicht mal mein Fenster aufmachen. Schaut mal, das geht einfach nicht. Es wackelt auch hier die ganze Zeit, Mann. Keine frische Luft. Das ist auch ganz nice. Man kann hier so die Farben auch ändern. Badehosen sind schon an, jetzt machen wir erstmal einen Sprung in den Pool. Boah, mega chillig hier. Ich kann euch nicht den rechten Bereich zeigen, das sind andere Gäste. Ich filme aber wenigstens, wie ich reingehe. Jetzt fahren wir aber in die Stadt. Outfit of the night. Elevate a Shirt, dann natürlich Messi Regenjacke. Lego! Es sieht mega nach Regen aus. Hier ist auch schon der erste Doppelbus hier, typisch für London. Das ist übrigens mein Hotel von außen. To the Tower Bridge, please. Anthem, yeah? Yes. Das ist auch typisch, diese Underground-Eingänge. Lenkrad ist natürlich hier rechts im Auto. Und da hinten ist auch schon die Tower Bridge. London hat hier auch mega viele moderne Gebäude. Schau dich mal das an hier. Sharp Building. Und wirklich überall diese Doppeldecker. In London, da ist sie, die Tower Bridge. Here we go. Direkt hier an der Themse, da hinten sind die ganzen Wolkenkratzer. London ist schon eine mega krasse Stadt, muss ich sagen. Wahnsinn. Wir steppen jetzt darunter, dort ist nämlich eine kleine Fanzone aufgebaut. Ihr glaubt mir gar nicht, wie krank ich heute aufgeregt bin. Messi gegen Neymar, das wohl allerletzte Finale von Messi mit der A-Nazio. In 6 Stunden ist Anpfiff und morgen dann auch hier in London geht die Post ab. Der Junge trainiert hier auch schon fleißig. Oh, Ehrenmann mit Barca-Trikot. Jetzt aber rein hier ins Football Village. Hier kann man wieder seine Schusskraft testen lassen. Hier ist auch ein Fanshop mit den ganzen Nationen. Hier ist eine schöne Bar. Oh, tschüss. Sogar Live-Musik läuft hier. Direkt an der Tower Bridge. Ich sehe mich gleich bei ein paar Heineken hier an der Bar. Hey. Oh, geil. Schön Fisch und Chips. Tagball kann man hier natürlich auch zocken. Nice. London 2021! Italien versus England. Ich tippe 2:1 für die Italiener. Yeah, nice. Lass jetzt schon mal Daumen nach oben da. Nimm den letzten EM-Stadion-Vlog auseinander. Stößchen! Lol, hier in der Schlange sind sogar Linien gezogen, wie auf einem echten Rasen. Thank you very much. Oh. 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 Todesheiß, aber 10 von 10. Leute, Trikot ist schon an, vamos, chiquitos. Komm schon, Baby, Messi, hol das Ding, Alter. Hier läuft's schon, im Maracanã-Stadion spielen sie. 2014 hat er dort verloren gegen Deutschland im WM-Finale. Dallin! Dallin! Di Maria! 1-0! Di Maria! Di Maria macht das 1-0, oh mein Gott! Di Maria! Mein Herz, bitte, 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 Junge! Ich habe meinem ganzen Leben noch nie Messi so viel verteidigen auch sehen. Das war's, Leute! Ja! Nach all diesen unglücklichen Finalen endlich mal Luck gehabt! Was ein Bild, Neymar umarmt und gratuliert Messi. 9 von 12 Toren vorbereitet oder selbst erzielt. Junge, let's go! Streck ihn hoch, Bruder! Vamos!
Das Tattoo hat einfach Glück gebracht dieses Jahr. Schreibt in die Kommentare, denkt ihr, Messi wird jetzt den 7. Ballon d'Oro bekommen oder nicht? Nächster Tag, es ist Matchday. Ich laufe auch schon gerade zum Wembley. Schaut mal, was wir hier sehen. Man sieht von hier schon diesen gigantischen Wembley-Ring. Jo. Also der Weg zum Stadion sieht jetzt hier nicht so geil aus. Man läuft hier an dieser Mauer entlang und ich sag's euch, überall liegt hier Bier. Die Engländer gönnen sich auf jeden Fall. Hier geht's jetzt Richtung Stadion. Wir müssen jetzt quasi um diese Häuser herumlaufen. Es geht in 3,5 Stunden los. Und schaut mal, wie viele Fans jetzt schon dahin strömen. Oh, da ist das Stadion schon von der Seite. Dieser Ring ist wirklich gigantisch. Wie oft ich heute schon jetzt Coming Home gehört habe, wirklich ciao. Die Engländer sind sehr, sehr confident. Man fühlt richtig, dass das heute einfach ein Finale ist. Diese Atmosphäre in der Luft, man spürt das einfach. Da ist das Stadion. Wahnsinn, Alter. Boah. Bis jetzt sehe ich aber sehr, sehr viele Engländer nur. Was geht da hinten alles ab, Alter? Ultramodern, das Stadion hat hier an der Seite so überall solche Screens. It's final time. Bruder, was geht hier ab, Alter? Guckt euch das an. Hier wird so gesoffen, ey. Schau, Leben, was hier abgeht, Junge. Alter, da wird egal hochgeworfen. Ich wurde gerade eben schon mit Bier überschüttet. Es geht erst so 3 Stunden los. Was geht hier ab? Wirklich krank. Ich hab Gänsehaut, ich sag's euch ehrlich, ne? Das ist krank. Es geht bis nach ganz nach hinten. Ah, die England-Flagge wird auch schon geweht. Ich will mir gar nicht ausmalen, was abgeht, wenn die das Finale gewinnen. Aber ich mach Auge, ihr wisst, ich bin heute ein bisschen für Italien. Hier sind auch überall Menschenmassen schon. Was haben die für ein Outfit an? Und das ist quasi der Weg straight zum Stadion hier. Also ich sag's euch ehrlich, ich habe noch nie so viele Fans vom Spiel gesehen, die sich so zulaufen lassen. England versus Italien, 11. Juli. Vamos! Hier muss ich jetzt durch, meinen negativen Test natürlich vorzeigen, Tickets. Da ist es, Finale! Man merkt einfach hier schon, wie unglaublich modern dieses Stadion ist. Hier auch wie am Flughafen solche Scanner. Wir müssen jetzt hier die Treppe hoch zum Nordeingang. Dort war ich gerade eben noch bei den ganzen englischen Fans. Das ist dieser Main-Weg, da sind die Treppen nach oben. Und hier ist quasi auch nochmal so eine Straße quasi. Eine englische Fußballlegende, Bobby Moore. That's it. Perfekt, thank you. Das ist so extrem modern hier, überall Fahrstühle. Ich war bis jetzt nur einmal in England im Stadion, das war im Old Trafford. Hier nochmal die Austragungsstätte der Euro, München, Rom, da waren wir überall, Amsterdam leider nicht. Ich frag den gleich auf Ehre, ob er auch kurz Kamera halten kann. Wembley 2021, wir sind dabei, let's go! Überall solche Kunstgemälde, hier zum Beispiel Kane for the Spurs. Und jetzt wagen wir den ersten Blick ins Stadion. Ich gehe extra richtig früh rein, damit ich hier auch in Ruhe gleich essen kann, ohne Schlangen. Boah, sieht da lecker aus. Das ist unser Block, vamos! Wembley, Leute! Was? Oh mein Gott. Ey, ich glaube, ich bin bei den Italienern auf der Seite. Wembley, Jungs, was ist das für ein krankes Stadion? Wahnsinn. Hier hat Messi 2011 mit Barcelona die Champions League gewonnen, mit Pep Guardiola gegen Man U. Das hier ist mein Sitzplatz. Oh. Bro, von hier sieht man echt das Spiel perfekt auch. Auf der Seite, wo ich sitze, werden die ganzen italienischen Fans sein. Und ich habe gehört, in London wohnen sehr viele Italiener. Und gegenüber von uns dann die Engländer. Von dort hat damals Messi das Tor gemacht gegen Van der Sar, ist dann dort zur Seite gelaufen, hat die Kameras mit seinem Fuß weggeschlagen. Bella Italia versus England. Lasst jetzt ein kostenloses Abo da, damit ihr die nächsten Stadion-Vlogs nicht verpasst. Ihr habt die EM-Vlogs so heftig gefeiert. Vielen Dank für euren Support. Jetzt zur nächsten Saison und jetzt auch schon zur Vorbereitung. Ich habe so viele geile Sachen geplant für euch. Jetzt holen wir aber erstmal was zu snacken. Sogar die Toiletten sind hier richtig gut, nicht solche Massenpissoirs. Aber im Endeffekt scheißegal, Hauptsache geiles Stadionerlebnis. Boah, schaut mal, was man hier alles kaufen kann, ey. So richtige Mahlzeit. Geil, Mann. Sogar das sieht voll köstlich aus. Boah, das ist saftiges Fleisch. Ja, Digga. Ja, ja. Wie findet ihr es eigentlich, dass England von 8 Spielen 7-mal in London zu Hause gespielt hat? Ist
schon ein krasser Vorteil, meiner Meinung nach. Jawohl, die Italiener machen schon etwas Stimmung. Ein Ehrenmann auch mit Maradona-Trikot. Ich denke, er wird im Himmel sehr, sehr stolz sein auf die argentinische Mannschaft, dass die es gepackt haben gestern Nacht. Das ist ganz praktisch. Hier sind überall bei den Sitzen solche Getränkehalter. Nice. Messi, sein Bild von gestern hat über 16 Millionen Likes. Das englische Team kommt gerade an im Stadion. Hier Phil Foden. Die englischen Spieler werfen einen kurzen Blick ins Stadion. Da sind sie. Ganz vorne Harry Kane, unschwer zu erkennen. Jadon Sancho auch da mit dem blauen Oberhemd. Chiellini. Alter, der Typ war so locker drauf beim Elfmeterschießen. Das in der Mitte ist Verratti, wenn ich ihn richtig erkenne. Ich habe mir jetzt noch ein Maß geholt. Das Stadion füllt sich immer mehr und mehr. Donnarumma kommt rein. Alter, die Italiener eskalieren hier. Das wird quasi alles komplett mit Italienern gefüllt sein. Also wenig ist es nicht. Aber dort hinten natürlich nur Engländer. Die italienische Mannschaft kommt rein. Junge, Junge, Junge. Chiesa am Start schon mit ein paar Übersteigern. Insigne auch eine krasse EM gespielt. Die Line-Up. Die 1 Spartaner. Und jetzt kommt die englische Mannschaft rein. Harry Kane, Digga. Man merkt einfach, dass das Finale ist. So viele Leute haben so eigene Schilder von zu Hause mitgebracht. Wirklich überall sieht man die. Englands Aufstellung. Oh nein, es läuft jetzt Coming Home. Oh Gott. Ich kann das Lied einfach nicht mehr hören, ne? Ey, jetzt geht's aber ab hier, Junge, Junge! Leute, 20 Minuten geht's los! Es wird safe auch wieder eine geile Anfangszeremonie geben. Einfach ein Schild mit It's coming Rome! Oh mein Gott! Jetzt Immobile! Boah, eiskalt. Das Ding ist halt, da oben ist auch alles voller Engländer. Also wirklich nur hier unten die Italiener. Alter. Krass. Was ist Atmosphäre? Wahnsinn. Ich tippe mal, es sind 55.000 Engländer und 5.000 Italiener im Stadion. Oh, die Zeremonie geht los. Nice, man. Let's go. Und der Pokal wird reingeschoben. Oh mein Gott, was geht hier ab, Alter? Das ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Stadionvlog. Mein einziges Finale war bisher Champions League, aber EM ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre nochmal. Im Fernsehen wird das quasi so animiert, aber hier hängt es nicht im realen Leben. Oh Gott, Alter. Holy shit. Es geht los. Man spürt sogar von hier die Hitze. Jetzt werden die Trikots reingefahren. England vs. Italien. Oh mein Gott, was geht hier ab? Der Pokal wird gerade reingetragen. Da ist er. Es geht los, Mann. Let's go, Italien als erstes. Oh mein Gott, ist das laut im Stadion. Oh, es ist laut, ey. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Geisteskranke Stimmung. Chiellini führt des Todes. Oh mein Gott, okay. Das kannst du nicht vergleichen. Wie viel lauter es bei England-Hymne ist. Wahnsinn. Ich bin beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
Oh, voice crack. Jetzt kann's losgehen, die Party. Los geht's, Italia! Ausgepfiffen bei eigenem Ballbesitz. Es regnet übrigens hier im Wembley, man kann es da erkennen im Licht. England Sprecher wieder. England hat noch nie eine EM gewonnen und Italien seit 1968 nicht mehr. Es ist so oder so ein historischer Abend. Italien hat sich jetzt ganz gut gefangen nach diesem Anfangsschock. Spielt jetzt immer besser. Auch die Italien-Fans sind zufriedener und das ganze Stadion pfeift aus, Alter, weil Italien im Ballbesitz ist. Erste Hälfte ist gleich zu Ende. Bis jetzt muss man sagen, England hat schon Luck gehabt, dass sie jetzt in Führung gegangen sind. Sonst gab es jetzt keine glasklaren Chancen auf beiden Seiten. Italien mit ein paar Schüsschen. Schuss! Er hat einfach ein Prinzessin-Kleid an, Digga. Ich habe das Gefühl, es geht in die Verlängerung. Unfassbar gute Position für Italien. Leute, man sieht so weit hier. Italien jetzt im Konter über Chiesa, rechte Seite. Also von uns aus links. Seitenwechsel. Ja. Easy geklärt wieder. Insigne. In die Mitte. Ah, zu hoch. Und die Engländer bejubeln es wieder. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Vielleicht beste Chance bisher für Italien. Ganz, ganz knapp. Stark von Donnarumma, aber ich glaube, der wäre drüber gegangen. Gleich passiert's. Ich hab's im Gefühl. Jetzt passt auf. Und? Oh, 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 oh! Ich wusste es! Ich hab's gekonnt! Oh mein Gott, Junge! Alter, was geht ab? Die dreht durch! Oha, Junge! Die Engländer hinter mir sind dann auf jeden Fall alle ziemlich traurig. Der zeigt immer noch Mittelfinger. Nein. Ist aber auch hoch verdient, ganz ehrlich. Italien spielt auf jeden Fall nicht schlechter. Glück gehört natürlich auch bei einem Finale dazu. Hat man bei Argentinien gestern gesehen. Aber es ist verdient. Konnte locker 30 Sekunden nicht gefangen werden. Zu witzig. Ja gut, war jetzt kein hartes Foul von Chiellini, aber gelb, ja. Chiellini pfeift ab, es geht in die Verlängerung. Ich glaube, es geht ins Elfmeterschießen, safe.
Die Mannschaft macht gerade kurz Pause und die Engländer glauben auf jeden Fall daran, dass sie es holen können. Wow, Wahnsinn. Auf die Italiener tanzen. Das Spiel ist aus. Es gibt Elfmeterschießen. Das allererste Elfmeterschießen, wo ich dabei bin und dann nur noch EM-Finale. Ich glaube, Italien macht Donnarumma 1,98 im Tor. Ich glaube, der wird ein paar rauskratzen. Italien fängt an mit dem ersten Schuss. Five-Konzert natürlich wieder am Start. Übrigens leuchtet der Ring am Abend. Hier seht ihr es. Erster Schuss immer wichtig für die Psyche und der sitzt. Der erste Engländer ist Harry Kane. Donnarumma. Stark, stark, stark. 1:1. Bernardeschi jetzt die Engländer natürlich im Hintergrund versucht, ihn abzulenken, aber. Ich glaube, Donnarumma hält ihn jetzt auch direkt. Alter! Maguire haut ihn ja mal komplett in den Winkel. 2:1. Ey, was ein Elfmeter. Holy moly. Und jetzt Bonucci, der nächste Verteidiger. Das ganze Stadion zeigt, Jungs. Wirklich. Er ist drin, aber. Ganz, ganz knapper Hase. Und Rashford jetzt mit dem nächsten. Verzögert. Und Pfosten! Und Pfosten! Pfosten! Was für ein Drama im Wembley, wirklich. Ey, die tun mir ein bisschen leid. Aber okay. Der ist drin, in der Mitte. So schnell kann es gehen und jetzt ist England unter Druck. 3:2 Italien. Wenn er verfehlt, hat Italien mindestens 2 Matchbälle. Und er verfehlt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Italien, wenn er den macht, ist es vorbei. Es war's. Jadon Sancho verfehlt. Die Engländer hier. Sie beten alle. Oh mein Gott, es ist Jorginho wieder. Der hat den letzten auch schon reingehauen gegen Spanien. Da wird er der Held der Nation. Aber England muss jetzt treffen! Er muss ihn machen, er muss ihn machen! Wenn er verfehlt, war es auch! Er verfehlt! Italien ist Europameister! Italien hat! Italien! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was geht da ab, Alter? Guckt euch das an! Was für ein Drama! Die Spieler feiern mit der Kurve, Alter! Bonucci rennt zu den Fans! Ekstase pur. Donnarumma wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Ja, viele Elfmeter gehalten, Alter. Auch gegen Spanien schon. Hier oben leuchten die Lichter nur noch in Italienfarben quasi. Die englischen Spieler bekommen Spalier von den Italienern. Auch Applaus und GGs gehen raus. Sehr, sehr schönes Bild. Spinazzola auch beim Finale dabei auf Köken. Chiellini trägt den Pokal zu der Mannschaft. Da ist das Ding. Olé. Wirklich, was ein Erlebnis, bei sowas mal dabei zu sein. Und Feuerwerk jetzt auch aus dem Ring im Wembley-Stadion. Sieht das krass draußen aus. Von hier sieht man es gar nicht so heftig. Genies! Die Massen strömen jetzt hier nach Hause. Boah, wie viele einfach nur. Sehr schön ist aber dieser Weg auch beleuchtet. Und schaut euch das an, der Ring leuchtet in Italienfarben. Schaut euch an, wie die ganzen Bierdosen hier platt getreten sind. Hier in der U-Bahn sieht es einfach aus wie bei Harry Potter. Mitten in der Stadt leuchtet einfach da oben das Gebäude auch mit einem italienischen Ball. Das war's jetzt aus London. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Haut rein und ciao.